ich freue mich sehr, hier 10 Minuten die Bühne zu haben und im Prinzip aus unseren Erfahrungen für über Flüge außerhalb der Sichtweite zu berichten. Ein Wort zu mir und unserer Firma. Ich bin Johanna Holsten, ich bin die Geschäftsführerin der FlyXDrive. Wir sind eine kleine Firma, die aus der Universität, der RWTH Aachen, ausgegründet wurde, sitzen noch in Aachen und beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Betrieb unbemannter Flugsysteme, Fokus außerhalb der Sichtweite, aber auch der Auslegung dieser Fluggeräte und eben der Automatisierung, die wir für einen effizienten Flugbetrieb und auch eben wirtschaftlichen Flugbetrieb für unerlässlich halten. Wir setzen unsere eigene Hard- und Software ein und betreiben tatsächlich auch mehrere Fluggeräte simultan, die durch einen Piloten überwacht werden. Hier ein paar Impressionen aus den letzten Jahren. Wir sind zum Beispiel mit der RWTH Aachen in Bangladesch geflogen, haben die Flüge aber aus Aachen überwacht tatsächlich. Wir sind grenzüberschreitend zwischen Belgien, Niederlanden und auch Deutschland geflogen, außerhalb der Sichtweite, mit entsprechenden Genehmigungen in den drei Ländern und haben eine sehr große Flugkampagne in Sachsen durchgeführt, bei der wir insgesamt 10.000 Kilometer in über 300 Flügen in 4 bis 6 Wochen letztendlich durchgeführt haben. Und gerade um dies zu ermöglichen, ist eben ein sehr hoher Grad an Automatisierung und nicht nur Automatisierung bei der Flugführung und Flugsteuerung, sondern in der gesamten Prozesskette notwendig. Hier oben rechts, vielleicht dieses Bild einmal kurz im Hinterkopf behalten, dies zeigt tatsächlich einen Startplatz in Sachsen mit in Blau Flugrouten für den Tag oder in dem Fall einen halben Tag, wo wir dann in der Mitte gestartet sind, in einem sehr eingeschränkten Fluggebiet, hauptsächlich über Felder geflogen sind und parallelen Betrieb durchgeführt haben. Wie sah das im Detail aus? Das Ganze fängt bei uns bei der Automatisierung eigentlich bei dem Auftrag an. Ganz oben links war dieser Auftrag aus Sachsen. Man sieht in blau markiert viele landwirtschaftlich bewirtschaftete Felder, die über eine Fläche von 18.000 Quadratkilometer verteilt sind. Zunächst war die Rede von 30.000 Feldern, die wir wirklich aufnehmen sollen mit URS. Letztendlich haben wir in dieser Kampagne tatsächlich nur etwa 3.000 Felder begutachtet. 3.000 Felder waren für den Sommer geplant, die restlichen 27.000 dann eigentlich für den Herbst. Und diese Daten werden sehr kurzfristig bekannt gegeben, sodass wir dann eigentlich schon wenige Tage später fliegen sollen. Das heißt, wir brauchten zunächst natürlich eine Genehmigung, die möglichst großflächig uns auch das sehr ad-hoc Fliegen erlaubt, aber auch eine automatisierte Missionsplanung, die aus den 3.000 Feldern möglichst optimale Flugrouten uns generiert, die alle in unserem Fluggebiet liegen und natürlich auch die Flugleistungen des Fluggerätes berücksichtigen. Haben wir durch eine A-Stern-Suche optimiert. Möglichst Ziele waren möglichst wenig Startplätze und natürlich auch möglichst wenig Fliege, weil wir als Firma hier auch effizient arbeiten wollen, damit sich das Ganze wirtschaftlich für uns lohnt. Nach dieser automatisierten Missionsplanung kam leider noch ein sehr manueller Schritt, da wir die Flüge überprüfen mussten. Hinsichtlich der Flugleistung und des Fluggebietes ging das sehr schnell, weil dies wurde bei der Optimierung mit berücksichtigt. Ich glaube, ein leidiges Thema, was gestern schon oft zur Sprache gekommen ist, sind die Geozonen. Es besteht noch keine Möglichkeit, automatisiert bei Naturschutzbehörden oder anderen Geozonenverantwortlichen anzufragen, ob wir überfliegen dürfen. Wir haben, obwohl wir im Auftrag der oberen Naturschutzbehörde geflogen sind, tatsächlich mit allen 16 unteren Naturschutzbehörden Kontakt gehabt und unterschiedliche Antworten erhalten, durften aber in 99% der Fälle fliegen und haben teilweise auch Anfragen bekommen, so ja, wenn ihr da schon fliegt, könnt ihr uns nicht auch noch die und die Daten aufnehmen. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da und auch die Unterstützung. Hier ist aber definitiv noch Potenzial für die Zukunft hinsichtlich Automatisierung. Dann, als es stärker ans Fliegen rangeht, haben wir natürlich intern auch noch ein Scheduling. Wir fliegen mit mehreren Flugzeugen parallel, müssen aber auch sicherstellen, dass diese Flugzeuge sich selber auch nicht in den Weg bekommen, dass die Arbeitslast für unsere Piloten nicht zu hoch wird. Die meiste Arbeitslast ist während Start und Landung, das heißt, das wird entsprechend über den Tag gestaffelt. Wir hatten ein kleines Team vor Ort, die die Pre-Flight-Check durchgeführt haben, die Akkus geladen haben, die Startplätze abgesichert haben. Und dann kommt es natürlich in den tatsächlichen Flugbetrieb, der automatisiert durchgeführt wird und über eine Leitweite überwacht wird. Da werde ich aber auch gleich noch mal ganz kurz drauf aufgehen. Ein wichtiger Schritt bei Projekten dieser Größenordnung ist natürlich auch, dass sowohl das Data Processing als auch die Nachbearbeitung automatisiert geschieht. Hier noch mal ein großes Dank an unseren Partner, die GAF AG, die auch drüben in Halle 3 ist, die mithilfe von KI tatsächlich dann die landwirtschaftlichen Kulturarten bestimmt hat und wir so dann den gemeinsamen Auftrag auch sehr gut erfüllen können. Dieses ganze Projekt haben wir mit unserem eigenen Flugsystem durchgeführt. Das können Sie auch bei uns am Stand sehen. Hierbei handelt es sich um ein Kippflügelfluggerät mit 8 Kilogramm maximalem Take-Off-Weight.
Wir können ca. 1 bis 2 Kilogramm Nutzlast mitnehmen. Bei 1 Kilogramm erreichen wir noch die maximale Reichweite von 100 Kilometern und einer maximalen Flugzeit von 1 Stunde. Wir haben hinsichtlich der Luftraumintegration FLAM In und Out und ADS-B In an Bord, sind natürlich auch an die neueren UTM-Systeme gekoppelt und unsere Kommunikation läuft primär über Mobilfunk. Wir haben 2 redundante Mobilfunkmodule an Bord, aber auch als Backup Satellitenkommunikation, sodass wir wirklich immer den Flug überwachen können und eine sehr ausgereifte Automatisierung und auch Missionssteuerung und Autopiloten, die im Prinzip alles in-house entwickelt wurde. Auf diesen möchte ich jetzt auch noch einmal eingehen, weil der gerade bei so relativ komplexen Fluggebieten für uns unerlässlich ist. Unsere Bahnplanung und Basisregelung erlaubt es uns, beliebige Geometrien zu fliegen. Und das ist möglich, indem wir während des Fluges den Wind schätzen und tatsächlich dann unsere Fluggeschwindigkeit unter Berücksichtigung der aktuellen Windgeschwindigkeit so anpassen, dass unsere Fluggeschwindigkeit über Boden immer entsprechend der Bahn ist. Theoretisch ist es auch möglich, rechtwinklige Kurven zu fliegen. Hierfür würden wir einmal komplett abbremsen, dann die Richtung wechseln und wieder beschleunigen. Dies ist nicht so effizient. Das heißt, wir achten bei der Routenplanung schon darauf, möglichst immer mit unserer effizienten Vorwärtsfluggeschwindigkeit zu fliegen. Allerdings waren wir letztes Jahr noch in Sail 2 über Sparsely Populated unterwegs und hier war, wie man unten rechts auch sieht, das Fluggebiet doch teilweise eingeschränkt, sodass nicht immer Kurven mit unserem gewünschten Radius möglich waren, sodass wir auch teilweise engere Kurven geplant haben, um im Fluggebiet zu bleiben. Und dies wird aber eben automatisiert durch die Flugregelung so gesteuert, dass wir trotzdem nur eine Bahnabweichung von unter 1 Meter haben. Zusätzlich sind natürlich Sicherheitsfunktionen auch implementiert. Teilweise werden diese automatisiert ausgelöst, teilweise durch den Remote Pilot. Dazu gehören Anhalten und Umkehren auf der Bahn, Ausweichen, aber auch Landen. Anhalten ist so ähnlich wie ein Return to Home, aber wenn man sich die komplizierten Fluggebiete anschaut und wir waren ja teilweise 30 bis 50 Kilometer vom Startort entfernt, da ist ein direktes Return to Home in gerader Linie eher ungünstig, weil wir mehrmals unser Fluggebiet verlassen hätten und Contingency-Manöver hätten aktivieren müssen. Die Flugüberwachung geschieht meistens aus Aachen, nur bei Entwicklungsflügen machen wir sie vielleicht aus dem Feld. Hier haben wir einen eigenen Raum mit mehreren Bildschirmen, sicherer Internetverbindung und auch sichere Stromversorgung. Wir sehen natürlich den Systemstatus des UAVs, also die gesamten Gesundheitsdaten, sehen auch die Lagewinkel und das Folgeverhalten. Wir sehen den Energiebedarf, aber natürlich auch den umgebenden Luftraum noch zusätzlich und das Wetter, weil auch das darf man nicht außer Acht lassen. Wenn wir 30 bis 50 Kilometer entfernt von unserem Startort fliegen, müssen wir eigentlich genau wissen, was für Wetter, Wind und auch Regenbedingungen dort herrschen. Letztes Jahr sind wir noch nicht mit einem Fluggerät geflogen, also im Regen fliegen durfte. Wir haben dieses Jahr die entsprechenden Tests durchgeführt und hoffen auch demnächst unsere Genehmigung entsprechend zu ändern, weil dies doch für die Wirtschaftlichkeit auch ein einschränkender Faktor war, dass immer wenn er auf dem Regenradar so leichte blaue Wolken auftauchten, wo man nicht genau wusste, regnet es da jetzt oder nicht, wir unseren Flug im Prinzip verschoben haben. Genau, damit komme ich schon ans Ende der Präsentation. Ich habe bewusst keine Videos mitgebracht, aber wir haben bei uns am Stand auch noch Videos und ich möchte Sie alle ganz herzlich einladen, gerne bei uns hier in dieser Halle C44 vorbeizukommen. Da kann ich auch noch ausführlicher über den Flugbetrieb, unsere Erfahrungen und wie wir das Ganze in 4 bis 6 Wochen bewerkstelligt haben, erzählen, wenn noch Interesse besteht, und bedanke mich ganz herzlich bei Ihrer Aufmerksamkeit.